Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich euch, also ob ich nicht ein Video über diese LEDs machen will. Das ist ein Pack, wie ihr seht, mit vielen, vielen Birnen, die halt mit einer Schnur zusammengehalten sind. Die G40 String Lights. Ich werde die euch auch natürlich in die Videobeschreibung verlinken. Aus damit. So. Wir haben hier Energiesparstufe E. Kann ich noch ein bisschen rauszoomen? Nee. Und eine komplette Erklärung. Also ist halt IP, also IP45, LED, 60 F mit FT, 30 SOX. Ja. Und hier noch mehr und halt nur. Und ich habe natürlich gleich ja gesagt. Also wie gesagt, ich kriege jetzt kein Geld dafür oder so. Ich ist jetzt einfach nur, haben gefragt, ob ich euch das zeigen wollen würde, und ich habe gesagt ja. Und dafür kriege ich das Produkt halt. Und deswegen wird hier auch irgendwo Werbung stehen. Aber das bleibt auch nicht hier bei mir, weil sowas wollte ich sowieso im Sommer oder jetzt zum Sommer hingehend mal von meinem Amazon-Geld kaufen für meine Mama. Für meine Mama ihren Garten, besser gesagt. Oh, wir haben so ja eine Ersatzbirne drin. Ach, so eine kleine sind da drin. Okay, ich habe gedacht, da sind große drin. Da sind kleine drin, aber auch nicht schlecht. So, das packe ich mal beiseite, damit es nicht kaputt geht. Wir haben dann hier eine Anleitung. Also da, ja, das ist jetzt. Da ist es halt eine LED-Leuchte, also eine Lichterkette. Also das ist, naja, da braucht man jetzt nicht wirklich Anleitung lesen. So, ich hole ihn mal kurz raus, um euch die zu zeigen. Also 40 LEDs sind da dran, ne? Wenn das euch zu knapp ist, wenn ihr halt zum Beispiel einen großen Partykeller habt oder ein Pavillon oder also bei meiner Mutter kommt unter ein Pavillon natürlich. Die hat aber, das ist normal von der Größe halt 5 Meter, nee, 4 Meter lang, glaube ich. 4 Meter breit. Ich weiß es nicht. Muss ich Mutter anfragen. Da passt das schon mit den 40 Leuchten, damit wir die von auf einer Seite und wie ein U oder keine Ahnung wie machen können. Also das reicht dicker aus. Aber wenn es euch natürlich nicht reicht, ihr könnt das hier verlängern. Ja, ihr könnt das hier abschrauben. So. Und dann könnt ihr praktisch das gleiche nochmal hier ranschrauben. Guck mal, dass ich euch das gerade zeigen kann. So. So. Und zwar. Ah, hier. Hier ist das Stück mit dem Kabel. Also hier ist der Stromkabel. Der ist auch nicht wirklich lang. Also der ist wirklich schon lang. Dadurch, dass hier ja auch noch mal was dran ist. Seht ihr das hier? Also hier sind ja auch die LEDs gleich mit dran. Und das könnt ihr ganz einfach abschrauben. So. Und hier ist ein roter Ring dran. Im Gegensatz zu dieser Hälfte. Da ist kein roter Ring dran. Ja, seht ihr das? Da sind Unterschiede. Und dann nehmt ihr einfach praktisch von der neuen Lichterkette das und macht das hier. Wartet, ich muss gucken, wie. Achso, Kerbe ist oben. Macht das dann einfach hier ran. So. So macht er das ran. Und dann nehmt ihr praktisch dies und schraubt das fest. So. Dann ist das praktisch mit der neuen Lichterkette verbunden. Das sorgt dafür, dass es wasserdicht ist und dass es nicht auseinandergeht. Und dann könnt ihr praktisch anstatt 40, 80 Lichter machen. Oder natürlich, ihr könnt auch noch mehr machen. Noch eine dritte hinten ran. Müsste denn in der Anleitung stehen, auf wie viel begrenzt es ist oder was empfohlen ist, wie viel man nur nehmen sollte?
So. Ich habe auch hier irgendwo meine Steckdose. Ah, hier. Meine Steckdose. Ich mache jetzt erstmal kurz das Licht aus. So. Und dann könnt ihr das gleich sehen. So. Die sind wirklich sehr hell. Haben ein schönes Licht. Also sie sind nicht weiß. Sie sind nicht tiefgelb. Wir müssen mal gleich gucken, wie viel Kelvin sie haben. Sie machen aber ein schönes, also ich hoffe, über die Kamera kommt es jetzt nicht so rüber, wie ich es auf dem Display sehe. Auf dem Display sieht es weiß aus bei mir. Das kann ich euch aber sagen, nein, es ist kein Weißlicht. Definitiv nicht. Und es hat, ich finde es sehr angenehm, wenn ich so reingucke, es hat ein sehr angenehmes Licht. Ich kann mir gut vorstellen, unterm Pavillon, dass es schön Licht macht, weil es nicht weiß ist, es macht nicht alles steril, es ist nicht tief gelb, was dann halt so ein bisschen träge macht, beziehungsweise ein bisschen dunkel. Das hat eine schöne Helligkeit, also eine schöne Lichttemperatur für hell, dass man auch noch den Tisch sieht und alle drum und dran, wenn man grillt und isst, vielleicht auf dem Abend oder so, finde ich das ehrlich gesagt sehr angenehm. Ich mache mal wieder Licht an. Entschuldigung, ich habe aus Versehen den Ausknopf hier gedrückt hier von der Kamera, obwohl ich nur das Licht anmachen wollte. Ich mache mal wieder aus, damit ihr die seht. Ja, wie gesagt, LEDs, die werden auch nicht heiß dadurch. Ja. Und jetzt gucken wir mal kurz nach. Und wie gesagt, eine Ersatzbirne habt ihr auch mit bei. Sie kamen auch alle unversehrt bei mir an. Also ohne Probleme. Deutsch ist 7 bis 9. Wie haben wir da? Da. Lampenfassung ist E12. IP-Bewertung IP45. Ach, hier unten steht's. Farbtemperatur warmweiß 2700 Kelvin. Also 2700K. Lumen 40 LM pro Birne. Leistung 1 Watt pro Birne. Lampenmaterial Plastik, also hier außen rum. Also der Silberne ist aber eher Metall, ja. Also nur die Birne hier ist Plastik. Ja, geht auch nicht so schnell kaputt, also braucht da keine Angst wegen Splittern haben oder so. Lichtquelle ist LED. Dimmer, nein. Und dann kommt wieder IP, also die IP-Bewertung, IP45, also wasserdicht. Bis, also ist dieser Wasserdichtswert, dass halt, wenn ein bisschen Wasser raufkommt, dass es halt nicht gleich kaputt geht oder explodiert. Und auch die Luftfeuchtigkeit frühs, abends, wenn es mal regnet, irgendwie, also nicht direkt Regen, also die Luftfeuchtigkeit, den Lampen nichts ausmacht und die nicht kaputt gehen. Und halt die Fassung E12. Die werde ich dann heute auch gleich wieder gleich zu meiner Mutter bringen. So, ich werde sie mal hier erstmal wieder in die Tüte packen. Die weiß natürlich noch nichts von ihrem Glück. Sie überlegt nämlich schon, meine Mutter überlegt seit, was haben wir jetzt, 2023, seit, boah Gott, wie lange haben wir jetzt den Pavillon schon? Er bestimmt schon 8 Jahre überlegt, sonst schiebt es immer auf die lange Bank. Wenn ich so länger als 8 Jahre und hat es immer auf die Bank geschoben, so ein LED-Band oder irgendwas mit LEDs oder Birnen da unten zu machen. Weil sie hat zwar eine Lampe unter dem Pavillon, die schmeißt aber nicht so wirklich Licht. Es ist ein Holzpavillon, nee, wie heißt denn? Carport heißt das, nicht Pavillon, Carport.
und die schmeißt nicht so wirklich Licht. Und wenn wir dann halt mal länger da sitzen im Sommer oder grillen, ja, dann ist das halt schon angenehmer mit sowas. Oder wenn sie mit ihren Freundinnen da sitzt und im Sommer dann Rommi spielt oder Rommi Kopf, dann ist das halt besser, dann sehen sie was. Dann machen die Weiber sich nicht die Augen kaputt. Das ist dann natürlich auch ganz wichtig, vor allem für meine Mama. Die will ja, die braucht eigentlich eine Brille, setzt aber keine Brille auf, weil sie braucht sie angeblich nicht. Sie hört ja nicht. So. Rommi übrigens ein schönes Spiel. Habe ich gerne immer mitgespielt. Vielleicht dieses Jahr auch mal wieder. So. Und dann wird das hier wieder so verpackt. Und da sind sie. Also wirklich schön. Schöne LED-Leuchten, also von der Farbtemperatur her, sind schön viele dran. Ich bin echt, bin gespannt, wie unterm Pavillon wirkt. Ich werde auch versuchen, dann mal ein Video zu machen. Das werde ich dann über Handy machen, dann schleppe ich nicht extra die Kamera mit. Wie das bei meiner Mutter denn aussieht. Oder ich werde Mutti mal fragen, dass sie das dann, wenn ich es angebaut habe, abends einfach mal ein bisschen filmt, da runtergeht und mal ein bisschen filmt und mir das über Dingsbums schickt und dann kann ich das nämlich auch in ein Video mit einfügen. Ja, wie gesagt, ich werde es euch verlinken. Erster Eindruck von mir jetzt, sehr, sehr positiv. Was mir gefällt, ist erstens, dass die Fassung aus Plastik ist. Zweitens, die Verarbeitung von den Kabeln hat mir jetzt sehr gut gefallen. Kann ich euch ja nochmal zeigen. Da ist mir jetzt gar nichts Negatives aufgefallen. Die Kontakte, alles drum und dran, sehen hier wirklich sehr gut aus. Es guckt hier nichts raus, es ist keine scharfe Ecke, Kante, irgendwas dergleichen. Hier haben wir auch noch zum Hängen, ja, seht ihr das da? Oder zum Reinklippen, wenn ihr irgendwie im Pavillon, das ist ja Stoff, ja, könnt ihr das so reinklippen. Ihr braucht keine Angst haben, die LED wird nicht heiß und steckt euch den Pavillon an. Ja, also könnt ihr dann halt praktisch einmal um Pavillon rumgehen oder oben drin stecken in der Seite. Wie ihr lustig seid. Hier ist auch schön dick, der Kabel. Ich weiß, es heißt das Kabel. Der Kabel ist aber schön dick. Also wirklich gut verarbeitet. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ey. Also im ersten Augenblick macht es einen sehr, sehr guten Eindruck, einen positiven Eindruck. Natürlich müssen wir dann gucken, jetzt, wie es sich jetzt schlägt, wenn man es richtig anmacht und anhat und angebaut hat. Na, so. Und ich hoffe, meine Mama freut sich. Und ja, da würde ich sagen, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Vielleicht, wenn ich es rechtzeitig schaffe, das anzubauen und alles drum und dran, kommt nochmal ein Video, kommt hier hinten nochmal was dran oder ich mache ein separates Video, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.